Ich muss ehrlich sagen, heute so richtig bin ich heute nicht mehr im Flow drin. Ich bin ein bisschen resigniert und traurig. Und hey, hey, hey. Hey. Moin, moin, moin. Zu moin, einer neuen, neuen, neuen Folge von Rocket. Yo, Yeti am Stissel Whistle und wir spielen wieder Scheiße. In der letzten Folge haben wir uns über Fußfetischisten unterhalten und wir haben gerade festgestellt, man könnte ja eigentlich für so Fußfetischisten auch vielleicht geröstete Fußnägel anbieten. Dann können sie die im Kino wie Popcorn knabbern. Mmh, knusper, knusper. Knusper, knusper, Knaser. Wer knabbert an meinem Fuser? An meinem Fußpilz. Ja, Fußpilz. Weißt du, Tolles Thema, gleich zum nächsten. Mmh. Bei uns wird es immer appetitlicher. Scheiße. Oh, das wird eins. Warte, ich helfe. Nein! Den kriege ich noch! Ja, das fängt schon wieder scheiße an. Weil du mit dem Fußpilz angefangen hast. Ich habe jetzt mal. Ich habe jetzt mal ein anderes Thema, und zwar Alkohol. Okay. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Kind. Okay? Dann braucht man Alkohol. Schlaf, mein Kind. Hier, guck, 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 guck. Nein. Ich mein, anders. Also, stellt euch mal vor, ihr habt ein Kind und das ist so hässlich. Jedes Mal, egal welcher Mensch, also nur Beamten und Eltern. Wenn sie dieses Kind angucken, müssen sofort Alkohol konsumieren. Warum Beamte? Hä? Warum müssen Beamte Alkohol saufen, wenn die ein hässliches Dreckskind sehen? Hä? Schwarz einfach ab. Konzentrier dich mal auf das Spiel, verliert schon wieder, Mann. Es gab mal Folgen, da waren wir gar nicht so schlecht. Es gab. Welches Jahrzehnt? Welches Jahrtausend? Wie viel tausend Jahre vor Christus? Christus, da wusste man noch nicht, wer das ist. Chris wer? Der mit dem Kreuz. Was für Kreuz? Hast du gekifft, Junge? So mein Kreuz. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Wer wurde genagelt? Oh, da geht das Tor rein. Oh Mann. Jesus muss ein sehr perverse Sau um die Zeit gewesen sein. Wenn der am Kreuz genagelt wurde. Oh. So was nennen wir heute. Ich sehe jetzt schon, wie die ganzen bösen Priester und Katholiken dir faule Eier ans Zimmerfenster schmeißen, du. Nur wenn ich so lange nicht gefickt hätte als Priester, hätte ich auch faule Eier. Das stimmt wohl. Da hast du wohl recht. Das ist schon hartes Los, was die da tragen. Ja, so hart, oh Mann, ich lass es. So doppeldeutig meinte ich das jetzt gar nicht. Das ist schon eine harte Rechte. Ja. Aber nicht so hart, nicht so tiefgründig wie die Linke. Mhm. Ich fände es gut, wenn wir jetzt mal versuchen würden, irgendwie ein oder zwei Tore bei uns nicht reinzulassen, aber vielleicht bei denen reinzuballern. Meinst du so? Nee, nein, ich überhaupt nicht so. Ey! Sehen Sie einen Ball in freier Wildbahn. Dieser Ball verhält sich sehr, sehr eigenwillig. Das Ballmännchen schleicht sich an das Weibchentor ran. Mit wilden Drehungen buhlt er um die Aufmerksamkeit des weiblichen Tores. Drollig der Ball rollt er am Spielfeldrand entlang. Der Ball versucht mit hektischen Bewegungen die Aufmerksamkeit des Weibchens zu erwecken. Doch das Weibchen interessiert sich nicht für Bälle. Das macht den Ball ganz traurig. Und der Ball begeht Selbstmord. Also. Er rollt in eine Nadel. Puff! Oder in unser Tor. Verdammt, scheiß Ball. Das Weibchen hat sich interessiert, nur weil das Weibchen das falsche Weibchen. Scheiße. Quatsch. Nee, das ist die. Es hat sich ein Weibchen interessiert, aber dabei war es die eigene Mutter. Pfui. Jetzt fang doch nicht mit Inzest an. Ich weiß, dein Stammbaum ist ein Kreis. So. Ich schwöre dran, ich glaube, bei mir ist aber auch ein Kreis am Start, ey. Oh Gott. Deine Denkrichtung ist ein Kreis. Ja, eindeutig. Meine Denkrichtung ist einfach nur ein Punkt. Es geht nirgendwo hin. Steht alles still. Was ist ein Fünfteck? Was ist runder als ein Fünfeck? Sag mal bitte. Ein Sechseck. Falsch. Doch. Ein Kreis. Nee. Wie viele Ecken hat ein Kreis?
Ja, mehr als ein Kreis. Also mehr als ein Kreis, ah ja, läuft. So also wie wir reden, mal, so spielen wir auch echt traurig. Geht jetzt noch rein, das wäre echt arm. Nee, das ist noch traurig. Stell dir einfach mal so einen Kreis vor, okay? Stell dir mal ja, so einen rund. Kreis vor. Rund, wow, geil, Kreis, yeah. Ja, aber wenn du so ein Bild nimmst, sag ich mal 150x150 Pixel Bild. So, und du skalierst das aber ganz hoch. Dann kommt ein Tor dabei raus, richtig. Nee, dann kannst du die Ecken zählen. Und jetzt stell dir mal. Eigentlich dieses, mehr die Bildpunkte. Stell dir mal diesen Bildkreis vor auf 150 mal 150 Pixel Auflösung. Und jetzt zähl mal. Jetzt rechne mal aus, wie viele Ecken der Kreis hat. Ja, für jeden Pixel eine Ecke, oder wie willst du das sehen? Ja. Können wir jetzt vielleicht noch ein, zwei Tore erzielen? Das wäre schön. Nee, aber rechne das mal aus, bitte. Ja, wenn ich rechne es aus, wenn du die Tore gemacht hast. Welche? Die du jetzt machen sollst. Nee, ich will aber mal nicht verlieren. Ich weiß, wir haben gesagt, wir wollen nur noch verlieren, damit man sich dran gewöhnt und uns nicht für so krasse Pros hält, die wir eigentlich sind. Aber ich würde jetzt trotzdem gerne mal wieder gewinnen. Okay. Komm, gewinne mal. Wird vielleicht ein bisschen Hallo, hörst du mir zu? Wir gewinnen. Du hörst nicht zu. Wir gewinnen doch. Ja, wir sind blau, 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 wie in 10 Jahren. Blau, blau, blau. Tarnfarbenmodus. Tarnkappenmodus aktiviert. Weil die Tarnkappe drückt sich bis in die Hirnrinde. Welche Hirnrinde? Das ist das Problem an der Tarnkappe, deshalb spielen wir so kacke. Hat uns vorher keiner gesagt. Wo kein Hirn ist, gibt's auch keine Rinde. Ich sehe den Wald vor lauter Rinde nicht, was? Ich wurde zerstört. Hey, noch ein Tor. Hey, geil. Ich sehe das Hirn vor lauter Rinde. Wo nichts ist, kann man da nichts sehen, ja. Jetzt stell dir einfach mal so vor. Ich hoffe. Was? Rindenmulch? So ein Röntgenbild von deinem Kopf, weißt du? Da, erstmal das Hirn durchbrutzeln. Und da ist einfach so ein Fussel drin. Noch so eine alte Fischgräte und eine zerknüllte Getränkedose und so, einfach nur der Müll im Kopf. Und eine tote Taube. Eine tote Taube, yo, die auf jeden Fall. Stell mal das Bild vor. Und dann. Ah, cool. Und dann nach 9 Monaten gebärst du einfach diese tote Taube. Aus deinem Kopf. Flatsch. Ja, aus meinem Kopf, ja. Und dann sagt deine Frau so, das nenne ich mal Kopfkino. Nee. Hast du einen Ball getroffen. Mach ihn rein. Rein. Ja, geht ja nicht. Ist ja schon zu Ende. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, nach unten. Tief nach unten in den Keller. Also ich bin schon ein paar Stöcke tiefer. Na, da habe ich keine Zweifel dran. Weißt du, das wär's für jedes Eigentor minus 100 Punkte. Ja, geil. Und halt bloß und die Klappe. Werden dir dann so, weiter geht's. Und die werden dir dann abgerechnet. Und irgendwann. Ja, mit dir will ich auch noch abrechnen, du hier, was du hier heute veranstaltest. Aber ich bin ja leider auch nicht besser. Ich habe heute wenigstens schon 5 Tore gemacht. Ja, zähl mal die Eigentore nicht mit. Ich bin schon wieder hab ich? Und du fährst auch, ey, wir sind ja beide solche Mongolen, Vollspastis heute, das geht doch gar nicht. Sag mal, rassistisch? Wieso du hast Vollspastis gesagt. Ja, Entschuldigung allen Menschen aus Vollspastistan. Was? Hä, hallo? Was ist denn Vollspasti jetzt rassistisch? Weißt du nicht, dass das menschenfeindlich ist, dass ein Spast, der hat ja Spastigen, das ist ein Behinderter. Und du hast mir letzte Folge beigebracht, keine Witze über Behinderten. Ja, aber ich kann doch nicht damit rechnen, dass du mir zuhörst, ganz ehrlich nicht. Was? Ja, siehst du. Genau das meinte ich. Hä? Ja, eben, ist doch alles okay. Genau darauf wollte ich doch hinaus. Was? Spaß. also du das behinderter Epileptiker, so. Das habe ich mir gemerkt. Ich frag dich mehr, ey. Was gegen meine Familie? ja. Ein Mittel gegen Fortpflanzung. Das erzeugt Unfruchtbarkeit. Hat dich deine Lehrerin eigentlich auch damals in der Schule gefragt, willst du dich mit mir fortpflanzen? Willst du dich irgendwann fortpflanzen? Nein, die hat mir meine Zunge in den Hals gesteckt, dann ging's los.
Wir sind die, und damals hat man nicht gefragt, da hat man gemacht, was die Lehrerin sagt. Stimmt. Vor allem, wenn sie große Böpse hatte. Aber heutzutage hast du ja nur diese alten Schrullern, die damals große Möpse hatten. Die waren halt damals, weißt du, und jetzt hängen die Dinger halt auf dem Boden, ne? Gibt mal so Schleifgeräusche beim Laufen. Damals haben sie halt, ist ja dann, wenn sie dann bei den Eltern zu Besuch sind, heißt es dann immer, du sollst nicht mit den Füßen, schlurfen. Ja, es sind nicht die Füße. Mal sagen, jetzt meine Lehrerin mit ihren Titten. Was machst du? Hast du Angst vor dem Ding oder was? Du bist doch mir entgegengefahren. Ja, komm. Ich fahre die ganze Zeit, dass so ein Ding zurück aus und du fährst aber weiter fröhlich zurück. Guck das mal an. Ja, mich weggeschubst. Ach komm, ey, das ist doch heute nicht mehr normal. Ich blende das in Zeitlupe nochmal ein. Dass nee, kannst du dir schenken. Ach, du bist eh viel zu faul dafür, das zurechtzuschnippeln. Ich kenn dich doch. Ja, ich mach das. Nee, machst du nicht. Das ist der Beweis, dass du nicht meine Folgen guckst. Ach. Ich habe übrigens letztens Battlefield bei dir mal reingeschaut. Ja, aber auch zwei Sekunden zählen nicht. Bei dir sah ich genauso scheiße aus wie bei mir. Hä? Ich habe deine Cam nicht eingeblendet. Ich bin behindert und mache meine Statistik runter. Ach so. Ich hätte jetzt gedacht, wenn deine Webcam ein, Digga, kein Wunder, dass ich... Nee. Wenn ich deine Pratze einblenden würde, wären meine Stats auch so weit unten. Das wären die Abozahlen. Mich wundert's nur, dass die meine Fratze so feiern, weil da, die ist ja over 9000. Die ist so mega hässlich, ja. Die, da ist Joker ein Schönling dagegen. Das stimmt. Oder Freddy Krüger, der ist eine Sahneschnitte dagegen. Boah, das ist schon ein hübscher Junge. Der sieht aus wie meine Mama. Oh. Bloß meine Mama hat ein bisschen mehr Bart. Und längere Fingernägel. Welche Finger nehmen? Okay, er kennt Freddy Krüger nicht. Klar, ist das nicht Dislike der... Dislike-Welle. Der dich in deinen Träumen heimsucht, der im Heizwerk gekillt wurde. Genau der ist das. Das war der so eine verbrannte Fresse. Aber warum solltest du auch Horrorklassiker kennen? Horrorklassiker? Reden wir hier gerade über Psycho und die Vögel von Alfred Hitchcock? Ah, das war ja schwarz-weiß. Das war langweilig. Ich muss ehrlich sagen, heute so richtig bin ich heute nicht mehr im Flow drin. Ich bin ein bisschen resigniert und traurig. Warum? Weil ich mit dir aufnehme? Das auch, aber ich meinte eigentlich mehr wegen dem Spielergebnis so. Es ist nicht schön. GTA warst du noch glücklich und da haben wir auch verloren. Ja, aber da habe ich vor dir verloren, weißt du? So. Nicht immer. Ja, aber bis auf einmal glaube ich immer. Nee, zweimal. Ja, gut. Oder dreimal? Aber das hier, das ist heute nicht schön. Muss ich sagen, das ist. Ja, das warte, dann stell ich mich in die Ecke, guck dir zu und du machst. Nein, jetzt hör doch auf! Jetzt fangen die schon wieder an. Weißt du, rein statistisch gemäß, und ich zähle nicht die Eigentore mit, weil dann wären das ja noch mehr, habe ich heute schon mindestens 5 Tore gemacht. Mhm. Warum machst du das Tor jetzt nicht? Weil ich nicht kann. Die Gegner sind zu schwach. Ja, da habe ich keine Ambitionen. Deshalb führen die auch mit 3 Punkten. Das ist klar. Keine Ahnung. Weil die so scheiße sind. Die sind so schwach, da habe ich keine Ambitionen zu haben. Ja, toll. Du weißt aber schon, dass die Gegner die Blauen sind und nicht wir. Oh. Ich dachte, wir haben wieder Tarnkappenmodus. Nee, wir sind so scheiße, du. Ach so, ich habe gedacht, wir führen die ganze Zeit. Ich habe mich schon gewundert, warum beschwert er sich die ganze Zeit, wir führen. Ja, und jetzt sehe ich es auch. Ja, dann gib mal Gas, 30 Sekunden, 3 Tore, das geht doch. Ja, leck das? Tor, Vorlage! Da! Also nicht in unseres, mach's weg! Ich doch. Mach das ja auch. Lass es wegmachen. Ja, lass wegmachen. Nein! Wer macht hier Stunts? Ich mag nicht mehr, ich bin wirklich langsam depressiv hier von dem Scheiß. Wir wollten ja 4 Folgen machen. Komm, noch eine. Ich will nicht mehr, lass uns aufhören. Ich spreche ganz sicher nicht mitten in der Folge, hab ganz vergessen. Ich überleg, ob ich die überhaupt hochlade, so scheiße sind die, also sorry. Komm, der geht noch rein, oder? Nee, auch also der nicht. Also die Folge mit dem Fußfetisch, das musst du dadurch auf jeden Fall hoch. Ja, du kannst den Zuschauern das jetzt nicht verheimlichen, wie kacke wir wirklich sind. Du kannst ja nicht nur Sachen hochladen, wenn man nicht kacke spielt. Stimmt, ich heiße ja nicht GLP. Richtig. So.
Das war jetzt aber, glaube ich, die zweite Runde. Wenn nicht, ist mir auch scheißegal, Freunde. Ich habe die Schnauze voll. Hängen wir noch eine Runde dran, Special-Folge? Nein, 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 nein. Special-Pit-Folge, nein. Auf gut Glück erwischen wir... Auf gar keinen Fall. Auf gut Glück erwischen wir diese China-Map, weißt du? Ja. Die Japan-Map. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal strengen wir uns an, dass wir vielleicht ein bisschen besser sind. Hoffen wir mal. Drückt uns die Daumen. Bis dahin, ich bin raus. Ich gehe heulen. Ciao. Meint ihr das gerade ernst? Ja. Meinst du das jetzt ernst? Daumen drückt er. Willst du jetzt heulen? Ja. Wie jede Folge von Rocket League. Tschüss. Das bewertet die Folge. Ich gucke ihn jetzt beim Weinen zu und dokumentiere in meinem Arbeitsheft. Bis später. Ihr geilen Nippel. Alle hassen mich. Zu Recht.